Ja, ich begrüße Sandra Paulhardt-Hebenstreit, bei uns, einer Vorreiterin im Bereich E-Learning seit vielen Jahren in Österreich. Wir kennen uns schon sehr lange und du entführst uns jetzt in die vergangene Adventzeit und zeigst, wie man das Kollegium aktivieren und motivieren kann. Bitte sehr. Ja, ganz genau. Ich werde ein bisschen unseren Weg beschreiben zum Expert-Plus-Status und vor allem, wie ein Adventkalender da eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ich bin Lehrkraft an den Tourismusschulen Modul und ich bin Teil einer Steuergruppe. Wir haben diese Steuergruppe gegründet vor circa 5 Jahren, weil wir gesehen haben, okay, wir wollen im Bereich der Digitalisierung einfach was weiterbringen. Und haben uns dann auch im Rahmen dieser Steuergruppe einige Ziele gesetzt. Zu Beginn war das, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen mal schauen, dass wir die technische Infrastruktur haben, die wir brauchen und haben dazu zu Beginn mal daran gearbeitet. Wir haben uns übrigens ganz reißerisch Unterricht 4.0 genannt, ja, unsere Steuergruppe, und haben da mal in dem Bereich gearbeitet und haben dann aber relativ bald gesehen, okay, wir müssen natürlich auch Ziele angehen, die die Lehrer- und Lehrerinnenausbildung angeht, aber dann natürlich auch, was die Kompetenzen dieser und die Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen betrifft. Und da hat sich natürlich großartig angeboten, dass wir uns das Programm von E-Education näher angeschaut haben und erkannt haben, also ohne dem geht es eigentlich gar nicht. Das brauchen wir. Ich glaube, ich brauche euch allen hier nicht erzählen, wie dieser Weg aussieht. Wir haben uns dann natürlich einmal zuerst auf den Weg gemacht, um Memberschule zu werden und haben dann vor 1,5 Jahren eben diesen Expert-Status uns auch erarbeitet, indem wir da die verschiedensten Aktivitäten bei der Expertentwicklung eingereicht haben. Naja, und dann haben wir gesehen, okay, eigentlich geht da sogar noch mehr und haben uns zum Ziel gesetzt, okay, wir wollen jetzt wirklich diesen Expert-Plus-Status angehen. Das heißt, wir wollen uns eben in diesem Schuljahr, das hat eben voriges Jahr im September begonnen, wollen wir uns darauf konzentrieren, dass wir eben auch quasi unsere Aktivitäten in diesem Bereich vergolden. Und zur selben Zeit hatten wir aber auch eine andere Projektgruppe, wo teilweise die Mitglieder dieser Steuergruppe eben auch drinnen gesessen sind, wo es um das Qualitätsmanagement in der Schule ging und wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wo wir dahin wollen. Also was sind da so unsere Ziele? Und wir haben in einer pädagogischen Konferenz die Schulziele erarbeitet, die Sie jetzt hier sehen. Da geht es hauptsächlich eigentlich um den Unterricht und diesen kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu gestalten und zu initiieren, wenn man Ziel 1 und 3 hernimmt. Das professionelle Zusammenarbeiten war uns auch ganz wichtig. Was vom Teilen von Ressourcen, gemeinsamen Erarbeiten von Ressourcen, eine gewisse Standardisierung auch hineinzubringen in den Jahrgängen und wenn da mehrere Lehrkräfte unterrichten. Ja, und zum Ziel 4, da ging es eigentlich auch um die Akzeptanz der Schule nach innen und nach außen und der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, aber auch um den Auftritt nach außen. Was stellen wir eigentlich als Schule dar? Was wollen wir vermitteln? Was sind unsere Werte und wie kann man das eben besser kommunizieren? Und eigentlich war das auch ein Riesenprojekt. Also gerade die Qualitätsmanager sind da auch dran gesessen und haben sich überlegt, okay, wie können wir das jetzt eigentlich wirklich umsetzen? Und irgendwie ist dann die Idee aufgekommen, wenn wir diese Aktivitäten, mit denen die E-Education-Zertifizierung verbunden ist, einmal ein bisschen zusammenführen mit unseren Schulzielen, die wir uns vorgenommen haben. Ich hoffe, die Badges sagen Ihnen was. Die stehen quasi für die Aktivitäten, die man während eben der Zertifizierung zu einer Expertschule einreichen kann. Also es gibt immer verschiedene Punkte für die Bereiche, die Sie hier gelistet sehen. Und die Kollegin, die vorhin den Vortrag gehalten hat, Sandra Schön, hat das eben auch schon erwähnt, weil eben da eben auch so Aspekte wie OER-Inhalte vorkommen. Ja, und wir haben uns das angeschaut und haben uns gedacht, naja, wenn wir jetzt Aktivitäten in diesen unterschiedlichen Bereichen starten,
dann könnten wir das doch eigentlich auch mit der Erreichung der Schulziele verbinden. Das heißt, wir haben uns das ein bisschen genauer angeschaut und gesagt, okay, wenn wir digitale Medien im Unterricht einsetzen, dann erreichen wir eigentlich auch gleichzeitig, dass wir den Unterricht kontinuierlich weiterentwickeln. Und so haben wir das eigentlich bei all diesen Badges durchgespielt und sind zum Entschluss gekommen, das passt eigentlich sehr, sehr gut, diese Überlegung. Das heißt, wir könnten eigentlich aus diesen zwei Projekten, die nebeneinander herlaufen, eines machen und das zusammen umsetzen und zwei Fliegen mit einem Schlag gleich erreichen. Das heißt, wir hatten dann auch geballte Ressourcen hatten jetzt quasi dieses Vorhaben. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen daran arbeiten, dass wir gemeinsam im Lehrerkollegium diese Badges erarbeiten. Und in einem Gespräch mit der Margit Pollack haben wir dann halt schon auch rausgehört, es ist ganz, ganz wichtig bei dieser Zertifizierung, dass da nicht einzelne Personen dran arbeiten, sondern dass das wirklich in der ganzen Schule, also wirklich, dass da jeder mitmacht und seinen Beitrag leistet und man wirklich in der ganzen Schule spürt, dass da was passiert. Gut, und so haben wir uns mal überlegt, wir müssen eigentlich einmal zuerst unseren Kollegen und Kolleginnen ein bisschen erklären, worum es bei diesen Badges geht. Und haben dann in einer pädagogischen Konferenz, die war am 1. Dezember vorigen Jahres, mal diese Idee vorgestellt. Also das ist so ein bisschen abgelaufen, wie ich Ihnen das jetzt versucht habe zu vermitteln. Und wir haben quasi kommuniziert, dass wir gemeinsam ein Puzzle bauen wollen. Und auf die einzelnen Puzzlesteine haben wir diese Badges gesetzt. Und sozusagen jedes Badge steht auch für einen Puzzlestein in unserem großen Puzzle für unser großes Ziel, nämlich die Schulziele und gleichzeitig die E-Education-Zertifizierung zu erreichen. Jetzt war es natürlich so, unsere Kollegen konnten sich teilweise unter diesen Badges überhaupt nichts vorstellen und es war notwendig, da ein bisschen erklärend einzugreifen. Und wir haben dann in dieser vollkommen digitalen Konferenz, wo alle Kollegen zu Hause gesessen sind und wir in der Schule waren, teilweise auch zu Hause, haben wir dann diese E-Education Badges mal vorgestellt. Das heißt, wir haben gezeigt, okay, was steckt eigentlich hinter jedem dieser Badges und versucht, das zu erklären. Und da sind wir einen Weg gegangen, der aus meiner Sicht jetzt wirklich sehr erfolgreich war. Wir haben einfach Kollegen und Kolleginnen aus dem Lehrerkollegium gefragt, ob sie nicht etwas, was sie eh schon machen, vorstellen könnten. Wir haben eben gewusst, zum Beispiel, dass der Kollege aus Mathematik, der Benny Hobel, der hat schon einige E-Tapas ausprobiert und der hat generell dann halt einfach in so einem 5-Minuten-Mini-Vortrag in der Konferenz erklärt, was ist ein E-Tapas und hat das auch gleich hergezeigt, wie man das macht. Oder die Lisa Reiner, also Kollegin aus der Englischfachgruppe, die hat erzählt, was ein Padlet ist und das auch wirklich vorgezeigt, wie sie das in der Schule im Unterricht eingesetzt hat und ist dafür quasi gestanden für das Badge innovative Lerntechnologien. Dann hat zum Beispiel der Bernhard Koch, sein Praxislehrer bei uns, der die Kooperation mit unserer Partnerschule angezettelt hat, mit der Hack Hetzendorf, hat diese Kooperation, die wir eben auch ein bisschen versucht haben, auf eine digitale Ebene zu heben, hat die mal vorgestellt. Ja, und ein Kollege aus der Küche, unser Stefan Strobel, der hat hergezeigt, wie er mit den neuen Medien in der Küche arbeitet. Wir haben da ganz witzige Geräte, die in der Küche eingesetzt werden, wo die Schüler und Schülerinnen neue Technologien verwenden können. Ich sage, wir haben keine 3D-Drucker, ja? Wir kochen noch selbst, aber wir haben zum Beispiel ein ganz tolles Gerät, wo der Kollege, wenn er eben spezielle Filetierarten oder so vorzeigt, das verwenden kann, dass das dann für die Schüler projiziert und aufbereitet wird. Ja? Die Digi-Checks sind vorgestellt worden von Michi Grasl und damit eben das Badge für die Weiterbildung der Lehrkräfte. Das heißt, jeder hat einfach seinen Beitrag geleistet und das ist irrsinnig gut angekommen, vor allem, weil dann wirklich auch ein bisschen transparent geworden ist. Wir müssen jetzt nicht das Radl neu erfinden, wir machen ja eh schon sehr viel. Nur die Frage ist, ob das wirklich transparent ist, beziehungsweise ob das sichtbar ist. Ja?
Und das war eben so die große Message. Wir wollen das, was schon passiert, sichtbar machen und vielleicht auch Lust auf Neues machen. In weiterer Folge haben wir dann die Initiative Gemeinsam Expert Plus, also so haben wir es genannt, vergolden wir das, was wir eh schon tun, und haben uns ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt. Also wir haben im Laufe der Jahre wirklich festgestellt, dass dieses Zielsetzen ein ganz zentraler Aspekt in der Weiterentwicklung ist und dass das nicht nur am Papier immer gemacht wird, um halt irgendwelche Auflagen zu erfüllen. Das ist uns wahrscheinlich allen schon mal passiert, dass wir uns das gedacht haben. Warum muss ich da jetzt schon wieder ein smartes Ziel mir überlegen? Aber es hat sich wirklich gezeigt, dass wenn dieses Ziel auch die ganze Zeit präsent war und darauf hingearbeitet wird, dass das dann auch wirklich eine Motivation ist, nämlich dass es erreicht wird. Ja? Und das Ziel war, wir wollten bis zur Semesterkonferenz, die war Ende Jänner, insgesamt 100 Badges erarbeiten. Das hat so ausgesehen, dass wir gesagt haben, jeder soll sich eben eines oder zwei von diesen Badges, die eben hier angeboten wurden, herausgreifen und eine Aktivität dazu einmelden, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, wir sind 60 Lehrkräfte, das heißt eins pro Person ist zu wenig gewesen, aber wir haben gesagt, wir trauen uns das zu. Und es haben dann schon als Feedback auf diese pädagogische Konferenz ein paar gesagt, du, mir sind schon zwei Sachen eingefallen, ich werde das da gleich eingeben. Und so hat das dann eben begonnen, dass diese Aktion ins Laufen gekommen ist. Ja, wir haben dann einen Individualkurs gemacht, wo eben dieser Eisberg, sage ich jetzt mal, der versteckt ist in unserer Arbeit und wo wir jetzt mal eine Spitze freigegraben haben, indem wir da in der Konferenz präsentiert haben, was eben schon gemacht wird. Wir haben gesagt, wir wollen das sichtbar machen. Wir wollen, dass das erkennbar wird. Und in einem Individualkurs haben wir dann eben so einen kleinen Fragebogen angelegt und da konnte jeder Lehrer, jede Lehrerin seine Badges eingeben. Dann war das für uns eben auch wirklich ersichtlich, was passiert da. So, und dann gab es quasi im Überblick von jedem Lehrer, jeder Lehrerin, da diesen Kurs, der hat geheißen Gemeinsam Expert Plus. Und da konnte man dann eben diesen Fragebogen ausfüllen. Das hat 5 Minuten gedauert und wir haben Badges gesammelt. So, und wenn Sie jetzt genau schauen in diesem Überblick, dann sehen Sie auch, dass es hier einen Adventskalender für Lehrpersonen gibt. Ich habe schon gesagt, das war am 1. Dezember. Und ich habe zeitgleich mit dem Kurs Gemeinsam Expert Plus auch für alle Lehrkräfte diesen Adventkalender freigeschalten. Hier oben sehen Sie den. Das war eigentlich eine Spielerei, die entstanden ist, weil ich beim Moodle-Symposium gelernt habe, wie man mit HP5-Inhalten arbeitet. Und wenn man da hineingegangen ist in diesen Kurs, dann hat man einen solchen Adventkalender gesehen. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Habe jetzt nicht großartig angekündigt, dass es den Adventkalender gibt, sondern haben mir gedacht, schauen wir mal, wie die Kollegen darauf reagieren. So, jetzt denken Sie sich sicher, was ist so ein Adventkalender auf individuell? Ich habe mir überlegt, ich werde einfach hinter jedem Fensterchen, das heißt, wenn man da jetzt auf den Einser draufklickt, dann kam so ein kleines Fenster, das man öffnen konnte, werde ich einfach eine Frage hinterlegen, die ein bisschen was eben mit den digitalen Kompetenzen zu tun hat. So, und wenn man da am ersten Tag draufgeklickt hat, da gab es eben eine Frage, eine relativ nüchterne Frage über Cookies, also was das eigentlich so ist. Es war nur eine Frage, ich wollte es nicht zu kompliziert machen. Und wenn man die richtig beantwortet hat, dann hat man ein Feedback bekommen, eben ob es richtig war oder nicht. Und man konnte sich dann einen so einen Gegenstand einsammeln. Ich habe mir gedacht, probieren wir doch mal Gamification aus. Und Sie werden es nicht glauben, aber ohne dass ich das großartig angekündigt habe, haben doch relativ viele drauf geklickt und die Fragen beantwortet. Ich hatte schon so 5 Fragen vorbereitet, also bis zum Krampustag war der Adventkalender fertig und ich habe plötzlich gesehen, also da tut sich was. Die Leute haben mich angesprochen am Gang und haben gesagt, ich bin schon neugierig, was morgen in dem Fenster drinnen ist. Und ich bin dann so richtig ein bisschen unter Druck gekommen und habe gedacht, ui,
ich darf da jetzt nicht einfach so herumspielen. Ich muss diese Chance nützen und muss diesen Adventkalender wirklich einsetzen und in unsere Initiative einbauen. Und habe dann begonnen, die Fragen, die ich schon hatte, noch ein bisschen zu adaptieren. Und habe dann bei jeder Frage, weil Sie sehen, das mit den Cookies, das ist noch relativ allgemein formuliert, habe dann begonnen, Aufgaben zu basteln, wo jedes Mal irgendein Kollege oder eine Kollegin vorkommt. Ja, also ich habe immer gedacht, okay, was könnte da so ein Szenario sein, das gut zu jemandem passt. Und ich habe auch versucht, verschiedene Fragetypen zu verwenden, dass es nicht so langweilig wird. Ja. Und die haben alle weiter die Fragen beantwortet und es ist eine richtige Dynamik hineingekommen. Ich habe mich auf der einen Seite total gefreut, auf der anderen Seite hätte ich es mir nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich habe hier dann noch ein Beispiel, da geht es eigentlich um Cloud-Speicher und da ging es darum, diese Cloud-Speicher-Dienste zu benennen und den richtigen Symbolen zuzuordnen. Und ich habe dann auch immer bei den Antworten so kleines Feedback dazu geschrieben. Also da stand dann zum Beispiel bei OneDrive dabei, das ist das Service, das von Microsoft angeboten wird und das uns auch zur Verfügung gestellt wird, einfach um halt ein bisschen auch Inhalte zu vermitteln. Und dadurch, dass das eben wirklich immer nur eine Frage pro Tag war, hat das ganz gut funktioniert. Es ist dann von den Kolleginnen sind dann verschiedene Rückmeldungen gekommen. Also zum Beispiel hat eine Kollegin gesagt, du, ich habe geschummelt, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe im Internet nachgeschaut. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Ja? Oder wie machst denn du das, dass du diese Gegenstände versteckst? Könnte ich das bei meinen Rechnungswesenaufgaben eigentlich auch einbauen? Oder der Fragetyp, den du da verwendet hast, sag mal, wie heißt denn der? Könnte ich da nicht auch eine Aufgabe basteln damit? Auch eine sehr lustige Sache, weil ich habe auch selber gelernt. Ich habe nämlich eine Antwort eingegeben, die falsch war. Und eine Kollegin hat mir zurückgeschrieben und gesagt, du, ich habe das gerade ausprobiert. Der Distraktor ist eigentlich eine richtige Antwort. Das funktioniert schon. Das heißt, Es ist viel darüber geredet worden und es hat wirklich funktioniert und ich habe gesehen, da wird auch dabei gelernt. Ja. Also in nächster Folge habe ich mir dann gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich habe da 24 Tage, ich muss irgendwie dieses Gamification-Konzept auch umsetzen, ich hatte aber keines. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe dann halt gesehen, okay, diese Tauschangebote sind gut. Da gab es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man Gegenstände, die man schon bekommen hat, indem man eine richtige Antwort angeklickt hat, eintauschen konnte. Zum Beispiel konnte man 4 Kerzen und einen leeren Adventkranz gegen einen geschmückten Adventkranz eintauschen. Diese anderen 5 Gegenstände waren dann natürlich weg. Aber genauso gab es auch ein Angebot, wo man eben die Kerzen auf einen Christbaum setzen konnte. Beides ist nicht gegangen, es ging nur eines oder das andere. Und man musste dann quasi so ein bisschen strategisch vorgehen und sich überlegen, wie will ich es machen. Ich habe natürlich nicht verraten, was dann am Ende passiert. Und am Ende habe ich mir dann überlegt, dass man die Dinge, die man da quasi zusammengesammelt und eingetauscht hatte, gegen Sterne umtauschen konnte. Also wir hatten da zum Beispiel Keksteller, wo man vorher Keksteller rauflegen musste oder am Nikolaustag gab es auch den Schokolade-Nikolaus und die haben dann quasi so einen Gegentauschwert in Sternen gehabt. Ja, und am 24. Dezember gab es diese Sternentauschbörse und die Kollegen und Kolleginnen konnten jetzt ihre Sterne eintauschen gegen ein Badge. Das war quasi die Idee, muss ich sagen, ist erst wirklich so im Dezember dann im Laufe der Adventkalender-Historie entstanden. Aber ich habe dann gesagt, die haben das so brav mitgemacht. Und wenn man wirklich nur jeden zweiten Tag die Frage beantwortet und sich da diese Inhalte anschaut, dann ist das wirklich ein Badge für Weiterbildung wert. Und das hat es dann auch für diese 12 Sterne gegeben. Natürlich in unserer internen Rechnung, dass wir sagen, wir wollen eben in der Lehrer-Community Badges sammeln. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, also da habe ich noch eine Abbildung, also ein Backend von diesem Adventkalender, da sieht man, wie das dann so ausgesehen hat, wenn die Kolleginnen und Kollegen ihre Gegenstände im Depot hatten und da, wo die Nuller stehen, das sind quasi jene Gegenstände, die sie dann gegen etwas anderes eingetauscht haben. Und Sie sehen da zum Beispiel, ja, das sind die Kolleginnen, die sich dann ihre Sterne gegen Badges eingetauscht haben. So, und wir haben gar nicht so schnell schauen können. Wir hatten dann Weihnachtsferien und
wir haben mit dem Adventkalender hat es insgesamt 15 Batches gegeben. Also ich finde, das ist wirklich ein großer Erfolg, weil wenn ich oft für ein Schilf 15 Teilnehmer suche, kriege ich sie nicht zusammen. Und da haben sie freiwillig mitgemacht und mit großer Begeisterung. Und jetzt hat sich dann natürlich die Frage gestellt, schaffen wir es bis zu Ende des Semesters mit diesen 100 Badges? Ich habe dann immer so Zwischenstände auch kundgetan, um natürlich zu motivieren, dass noch mehr eingegeben wird. Habe dann auch im Lehrerzimmer also so Beispiele von Kollegen, die sie eingereicht haben. Also ich habe sie schon gefragt, ob das in Ordnung ist, aber aufgehängt, damit man sich auch ein bisschen Inspiration holen. Ja, und dann kam der große Moment der Konferenz und es waren wirklich alle gespannt, wie die Gummiringel, haben wir es geschafft oder nicht, weil ich habe es ihnen nicht gesagt, ich habe es niemandem gesagt. Und ich habe mich dann selbst gefreut wie ein kleines Kind, weil es waren nicht nur 100, die wir erreicht haben, wir haben insgesamt 131 Badges gehabt. Das heißt, wir haben im Schnitt haben wir pro Lehrer 2 Badges gehabt. Und das war wirklich eine ganz großartige Erfahrung, nämlich das war lustig, was dann so die Rückmeldungen noch waren. Alle haben gesagt, das war eigentlich ein schönes Ziel, an dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Und dadurch, dass wir eben diesen Zwischenstand immer bekommen haben, haben wir auch immer gesehen, wo wir stehen und auf dieses Ziel hingearbeitet. Das bestätigt eigentlich wieder nur, dass dieses Ziele setzen, dieses gemeinsam Ziele setzen, vor allem halt wirklich auch realistisch und attraktiv, also mit dieser Smart-Formel, dass das schon wirklich Sinn macht im Qualitätsmanagement und wahrscheinlich in allen anderen Bereichen auch. Wir haben dann einige Aktivitäten, die da eingereicht wurden, auch ausgesucht und eingereicht auf der Plattform von e-Education, und diese Zusammenarbeit war sozusagen Gold wert, und wir haben uns irrsinnig gefreut, als die Margit uns gratuliert hat zum Expert-Plus-Status und ich dann schon den Vordruck bekommen habe, ob das für das Tafel, das wir montieren dürfen, der richtige Schulwortlaut ist. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende der Geschichte angelangt habe mich sehr gefreut, dass ich das erzählen durfte, wie wir diesen Weg gegangen sind. Ja, liebe Sandra, ich bin sprachlos. Es ist eine ganz eine tolle Umsetzung, wie das Konzept eigentlich mit das gamifizierende Element von E-Education in der Darstellung der einzelnen Aktivitäten, die man ja sowieso macht, nochmal ganz an einer Schule macht, nochmal ganz konkret fürs eigene Kollegium ausformuliert und geformt wird. Und das sozusagen auch dazu führt, dass da alle mitmachen. Das ist eigentlich genau, wie es sein soll. Also das wirst du zukünftig hoffentlich noch ein paar Mal präsentieren dürfen. Ich habe da schon meine Ideen dazu. War wirklich ganz toll. Also man merkt, dass sozusagen auch eine E-Education-Steuerungsgruppe am Schulstandort was bewirken kann. Denn ja. Das ist immer die große Herausforderung, hier Menschen zu vereinen, die dann den Aspekt der Unterrichtsentwicklung und auch der Schulentwicklung wirklich fokussiert, gemeinsam durchdenkt, aber auch wo dargestellt wird, dass heutzutage eigentlich niemand bei Null anfängt, sondern dass ja eh schon viel gemacht wird und man das dann einfach nur mehr ein bisschen kanalisiert und anders darstellt. Toll. Ja, natürlich. Und ich muss auch dazu sagen, es waren halt wirklich diese E-Education Badges und das alles so schön auch aufbereitet auf eurer Plattform, dass man das halt auch wirklich schön übernehmen konnte. Das muss man schon auch sagen. Also da habt ihr auch gute Arbeit geleistet. Ja, an dieser Stelle muss ich ganz kurz erwähnen, dass wir die Website jetzt neu überarbeiten. Also jetzt nicht so sehr den Login-Bereich, der funktioniert ja einigermaßen, aber die Zielsetzung in der Optik, wie Schulen ursprünglich ins System gekommen sind mit der Registrierung, das ist ein bisschen jetzt in den Hintergrund geraten, weil jetzt schon sehr viel Funktionalität da ist. Das heißt, wir versuchen in den nächsten Wochen hier ein neues, moderneres Design im Frontend zu etablieren und eben auch dann zu veröffentlichen. Das nur als kleiner Hinweis. Ja, vielen herzlichen Dank. Gibt es noch eine Frage aus der Community bei den Anwesenden im Chat beispielsweise? Okay, dann Sandra, bedanke ich mich sehr herzlich. Für